So, da sind wir wieder bei Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Wir haben das Hauptspiel soweit durchgeschafft, bis auf ein zwei optionale Bosse und den Endboss. Also den Endfight. Das kommt allerdings alles nach den DLCs. Jo, das wird jetzt lustig werden. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wir hätten hier noch ein paar Sachen, die wir schnell bei den Krähen tauschen könnten. Aber ich glaube, das hebe ich mir mal auf. So, wir reisen jetzt zum Eisenschloss zurück, zum Igitsgötzen. Und betreten dort das erste DLC-Gebiet. So, einmal hier runter. Das Ding hier anzuhauen bringt ja nichts mehr, weil es kein Feuer mehr speit. Und hier speit auch nichts mehr Feuer. Also müssen wir nur den da ausschalten. Au. So. Eisentracht-Kamaschen. Von denen haben wir, glaube ich, schon ein paar. Gut, hier einmal durchs Bossfight-Gebiet durch. Über Lava. So, hier unten am alten Leuchtfeuer vorbei. Oder am Urleuchtfeuer besser gesagt. Stehen wir jetzt beim Teleporter ins DLC-Gebiet. Verboten ist der Weg ins Reich des alten Königs. Jo. Ohne Spur vom Wasser und Weg wird elender Versuchung widerstanden. Im Turm des alten Eisenkönigs wohnt das Kind der Finsternis. Eindringlinge werden sich Ungemach stellen müssen, wie es sich eines Königs geziemt. Also die drei Texte hier sind glaube ich, bei allen DLC-Gebieten gleich. Nur der vierte Text variiert je nach Gebiet. Also zum Beispiel hier im Turm des Eisenkönigs ist das Kind der Finst wo das Kind der Finsternis. Und in diesen Turm dringen wir jetzt ein. So, wir hätten hier einmal die zwei Abzweigungen, wo man hier Rufsymbole hinterlassen könnte, um halt eben in die Koop-Gebiete einzutauchen. Hier drüben ebenso. Ich glaube, die Zeichen sieht man gar nicht von den Spielern, die hier bereits welche abgelegt haben. Finsternis voraus, deshalb hurra für Mut. So, dann öffnen wir das große Eisentor. Und betreten mit dem Aufzug eine Nebelwand. Vision von toller Aussicht. Ja, das stimmt allerdings. Denn wir sind jetzt weit über den Eisenfeldern oder den Lavafeldern des Eisenschlosses. Und das hier unter uns, dieses Gemäuer, ist der Turm des Eisenkönigs. Man sieht schon überall Ketten und alles und all diese Gebiete sind begehbar. Man sieht sogar von hier aus eine Nebelwand hier drüben in diesem Turmabschnitt. Und hier drüben gibt es auch noch einen Turmabschnitt. Wir sehen sogar Gegner von hier aus, wenn man gut hinsieht. Und auch Sachen zum Plündern.
Zum Beispiel da unten sind sogar sehr viele Sachen zu plündern. Es sind aber garantiert auch viele Gegner in der Nähe. Jo, so wie es aussieht, kommen wir erst einmal nur da oben lang. Nachricht lesen. Ja, das ist ein Al. Was bist du eigentlich für einer? Du könntest ein Alone-Ritter sein. Wie die anderen ebenso. Also die Söldner des Eisenkönigs. Und hier ist irgendein komisches, zu Staub zerfallenes Bildnis, in dem Schmelzerkeile stecken. Die sind sehr wichtig für das Gebiet. Ruhig bleiben übrigens viel Erfolg. So, dann zeige ich euch mal kurz die Schmelzerkeile, die sind nämlich hier. Zerstört den Aschegötzen. Ein in diesem Land gefertigter Eisenkeil, der den Aschegötzen zerstört. Der Aschegötze ist für Dalia sehr wichtig, denn sie gab ihren Leib auf und vertraute ihm ihr ganzes Wesen an. Ja, Nadalia, das Kind der Finsternis. Kann ich auch mal schon vorwegnehmen. Also ja, wir sind hier irgendwo hinterm Eisenschloss, weit hinterm Eisenschloss. Überall sind die Eisenfelder oder Lavafelder. Und das ist kein Schnee übrigens, das ist alles Asche. So, wir haben 6 Eisenkeile bekommen. Das ist auch sehr wichtig, dass wir aufpassen, was wir mit denen anstellen. Und wir haben unser erstes Leuchtfeuer hier. So, dann gucke ich mal kurz in die Gegenstandskiste, ob wir die Eisentrachtgamaschen schon haben. Haben wir auch schon, ja. Wir haben auch eine Eisentrachtrüstung und einen Helm. Also können wir die irgendwann bei Gelegenheit verkaufen. Und hier könnten wir John rufen. Ja, cool ausgerüstet, John. Der Thron des Eisenkönigs. Und da wäre unser erster Aschegötze. Der uns zuflüstert. So, den Aschegötzen hier, den ignorieren wir jetzt dezent mal. Und schauen uns hier lieber um. Weil sein Chaos-Feuersturm, den er immer castet, der hat nicht so eine hohe Reichweite. So. Hier würde es weitergehen, theoretisch, wenn wir da langsam und vorsichtig runterjumpen würden. Und hier ist, glaube ich, eine Sackgasse. Genau. Aber wir können nach unten schauen, in den Turm. Und sehen da unten schon mal irgendwen oder irgendwas rumknien mit einem großen Katana. Ah, Ring der Geschicklichkeit. Der ist eigentlich ganz nett. Der erhöht nämlich die Geschicklichkeit um 5. Ein merkwürdig verformter Eisenring erhöht die Geschicklichkeit seines Trägers. Der alte Eisenkönig herrschte über ein großes Eisenzeitalter. Mit seiner Macht vermochte er, das Eisen nach Belieben zu formen, als gebiete er über die Kräfte der Schöpfung. Jo, also wenn wir den anlegen würden.
Genau, 5 mehr Geschicklichkeit. Dadurch mehr Waffenschaden. Und etwas mehr Lebenspunkte. Jo. Der Götze flüstert im Hintergrund. Ich habe das erste, als ich das erste Mal hier war, den Fehler gemacht und habe den Götzen gleich zerstört. Das hat mich einen Eisenkeil gekostet, den ich später irgendwann mal gebraucht habe. Da dies aber der am einfachsten zu erreichende Götze ist, da er direkt beim Leuchtfeuer ist, lasse ich ihn mal stehen, wo er ist. So, alter Pflanzenbalsam. Und ja, das hier ist der Hauptturm und wir müssen nach ganz da unten. So. Hier sind zur Asche gewordene Alone-Ritter. Und unsere ersten Gegner. Die viel zu leicht sind, merke ich gerade. Gott, ein Hoch auf den Heidespeer. Als ich hier damals mit dem mit einem Zweihandschwert durchgegangen bin, war das viel heftiger als jetzt. Und ja, in den Aschehaufen verstecken sich manchmal Gegenstände. So, da stehen diesmal 2 auf. 3 sogar. Au. Das ist nicht so nett. Na, wer kommt zuerst? Ja, man merkt, die haben es nicht so mit dem Umstoßen. So, mal heilen. Und wir hören immer noch den Aschegötzen da oben flüstern. So, genau, der stellt uns hier eine Falle. Execute ist natürlich auch gegen die Gegner sehr mächtig. So, ein rötliches Wasser. Und ja, da sehen wir noch einen Götzen. Und Steam-Verbindung verloren, auch gut. Die brauchen wir hier erstmal nicht. Steam-Verbindung. Wir wollen ja erst einmal weiter nach unten. Ist aber trotzdem etwas blöd, wenn sowas passiert. So, ein Schwarzkraut. Balsam. Noch eins nach unten. Kommen wir hier an die Sense plus 7. Und ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich laufe jetzt mal einmal vorsichtig hier herum. Zu gucken, ob es hier noch was gibt. Aber nee. So, wir können da weitergehen. Oder hier runterhüpfen. Ich entscheide mich mal für hier weitergehen. 10 Prismasteine. Und eine Truhe. Titanitscholle. Ah, sehr nett. Ja, das hier ist ein ziemlich
blöder Raum. Vor allem, weil der Asche-Götze, soweit ich weiß, die wiederbelebt. Also einfach neue rufen kann. Ah, was mache ich jetzt am besten? Oder am dümmsten?